jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Vortrag. Da gehen wir ein bisschen in die Praxis hinein. Und zwar bei Volkswagen. Wie wird der Weg gegangen von der Platzeinsparung im Schaltschrank hin zum Klimamanagement? Das heißt, ursprünglich wollte man Platz sparen durch kanallose Verdrahtung im Schaltschrank. Jetzt macht Volkswagen aber eine Menge Energieeinsparung. Hierzu begrüße ich Michael Miller. Er ist, jetzt muss ich nachschauen, Fachreferent Standortplanung bei Volkswagen in Wolfsburg. Michael, komm bitte zu mir. Schönen guten Tag. Genau, jetzt ist dein Part. Leg gerne los. Wir sind schon gespannt. Schönen guten Tag. Wenn Sie dranbleiben, 30 Jahre Praxis in 30 Minuten. Als erstes möchte ich Sie sozusagen zurückkatapultieren um 30 Jahre. Was war vor 30 Jahren aktuell? Das war diese Art von Rechner. PCs waren noch nicht so verbreitet, sondern das waren Programmiergeräte. Die Taktraten waren überschaubar. Das Gerät galt mit über 10 Kilo als portabel. Spannendes Zweifarbdisplay, die Farbe, die Sie sehen, und eingeschaltet dann grün. Und Sie müssen sich etwa vorstellen, dass etwa 10 Millionen dieser Geräte, ups, jetzt habe ich vertippt, 10 Millionen dieser, na, sagen wir mal, 10 Millionen dieser Geräte, jetzt bin ich aber völlig aus der Ruhe hier. Der Pointer geht nicht. Okay. Dass 10 Millionen dieser Geräte etwa dem entsprechen, was Sie heute als Handy an Rechenleistung in der Hand haben. Vor 30 Jahren sah das auch noch so aus. Sie alle haben sicherlich schon alte Werkzeugmaschinen gesehen. Da kommt Ihnen dann diese Farbe. Diese Farbe hier, sehr vertraut war, dieses Grün. Das war damals eine Festlegung, schon seit den 30er Jahren. Es galt alles gleich, also außen wie innen, die Schaltschränke, die Maschinen, das war alles eine einzige Farbe. Deswegen zeige ich Ihnen das hier nur außen. Wenn Sie den Schaltschrank aufgemacht haben, war das auch so. Und die Montageplatte, die damals noch aktuell war, hatte ebenfalls diese Farbe, auch grün. Das Grün war nicht zufällig. Man kannte schon die Grundlagen der Ergonomie. Man wollte also ein fokussiertes, ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit. Und das war genau dieses Grün. Oben steht es auch, wie die Farbe korrekt heißt. Und eine weitere Sache ist, ich zeige mal hier drauf. Wie gesagt, man kannte die Grundlagen der Ergonomie. Hier sehen Sie ein orangenes Teil. Das ist so ein Abstecker, um zum Beispiel zu verhindern, dass Pressen ungewollte Bewegungen machen. Wenn man reingeht, dann wurde das mechanisch verhindert auch. Diese Farbe ist eine Schreckfarbe. Die ist orange. Und wir hatten bei VW die Besonderheit, dass wir Montageplatten auch in Orange hatten. Das ist hier der Beweis. Da ist die orangene Montageplatte zu sehen. Nun wird Ihnen dieses Orange vermutlich etwas vertraut vorkommen. Wann immer Bilder der Automobilindustrie zu sehen sind, egal ob im Bild oder im Fernsehen, wird Ihnen so ein Bild untergekommen sein, wo dann die Roboter wackeln. Und wenn dann auch noch die Schweißspritzer fliegen, was zwar unschön ist, technologisch gesehen, aber sehr fotogen, dann sehen Sie auch diese Farbe. Aber als ich zum Beispiel gestern hierher gefahren bin, habe ich auch wieder auf der Autobahn gesehen, diese Farbe ist Ihnen auch aus anderer Hinsicht vertraut. Die sogenannte Kommunalorange. Nun merken Sie schon, wenn ich so drumherum rede, die sehen nicht nur in etwa aus, das ist die gleiche Farbe, nämlich Kommunalorange. Und das ist auch nicht zufällig so, das ist nämlich auch der gleiche Hersteller gewesen, weil es die Firma in dieser Art nicht mehr gibt. Kurzer Zeitstrahl. Wir waren gerade bei den Montageplatten. Sie sehen hier die ersten Evolutionsstufen. Grob über den Daumen kann man sagen, jede Stufe, jedes Bild etwa 3 bis 5 Jahre. Wenn man die Exoten abzieht, wie dieses Bild hier, sehen Sie etwa, was wir gemacht haben. Es gab bestimmte Konstruktionsprinzipien, die sich im Nachhinein verändert haben. Wir hatten unten ursprünglich mal Übergabebereiche. Dann haben wir Nachteile festgestellt von dem bisherigen Konstruktionsprinzip. Dann sind wir auf Schwenkrahmen gegangen. Dann sind hier die Bügel, die das B-System schon angekündigt. Das sind diese schwarzen Striche, die das symbolisch darstellen sollen. Und dann hin zum Wärmemanagement. Und auf diesen Pfeil hier komme ich auch gleich noch zu sprechen. Gehen wir also rein in die Schaltschrankkonstruktion. Links ein Bild, wie der Schaltschrank jetzt praktisch aussieht. Der Herr Lütze hat es gesagt, 30% Platzeinsparung gegenüber der Montageplatte. Hier ist das Originalsystem A sogar noch zu sehen. Sie sehen, eine unheimliche Packungsdichte ist da entstanden dadurch, dass die
Verdrahtungskanäle fehlen. Hier unten ist der Übergabebereich zu sehen. Und das Erste, was man in der Praxis festgestellt hat, ist, dass man zum Nachverdrahten aber auch nicht mehr dahinter kommt. Wir haben also tatsächlich die Breite benutzt, komplett ausgenutzt und haben festgestellt, dass ein Ändern relativ schwer möglich ist. Bei der Montageplatte war das noch möglich, weil alles vorn war. Nun hatte die Montageplatte wiederum den Nachteil, dass man das mechanisch bearbeiten musste. Und Metallspäne und elektronische Geräte, das verträgt sich nicht allzu gut, es sei denn, man steht auf den Funkenflug. Also mussten wir das etwas anpassen. Die erste Sache war, wir haben die Übergabebereiche weggelassen und haben alles beweglich gemacht, um an die Rückwand der Tafel zu kommen. Und hier sehen Sie ein sehr seltenes Bild, weil es diese Technik in der Hinsicht gar nicht mehr gibt, eines Schwenkrahmensystem A. Auf der rechten Seite sind die Symbolbilder, wie das per se aussieht. Und ich blende jetzt mal ein paar Bereiche ein, auf die ich Sie hinweisen möchte. Das eine ist, woran erkennt man überhaupt den Schwenkrahmen? Das Bild ist ja mehr oder weniger Ton in Ton. Das ist leider nicht so fotogen. Die roten Bereiche, da sehen Sie sowohl die Schwenkgelenke als auch hier den Griff, mit dem man das Ganze nach vorne ziehen konnte. Und die gelben Bereiche sind Besonderheiten, konstruktive Besonderheiten. Das erste ist, dass man hier einen Schlitz sieht, wo man quasi die Adern von außen einfädeln konnte. Das war ja dann notwendig zum Nachverdrahten. Man sieht aber auch, dass es relativ eng ist. Also man kommt mit dem Finger hier nicht mehr dazwischen. Wir haben es tatsächlich am ersten Moment vollflächig ausgebaut. Was sich im Nachhinein dann wieder so ein bisschen als Nachteil erwiesen hat. Eine Sache, die man auch nicht sieht, ist, dass Sie alle Leitungen beweglich machen müssen. Sie müssen ja mit allem, was Sie haben, von hinten auf diese Montageplatte draufgehen. Das war System A. Und dann kam zum Glück dann der nächste Evolutionsschritt, das System B mit dem Bügelsystem, was es dann relativ leicht ermöglicht hat, die Montage, die Verdrahtungsebene so weit nach vorne zu bekommen, dass es nicht mehr nötig war, diese Tafel zu schwenken. Wir haben es gerade auf dem Zeitstrahl gesehen, es gab noch diesen Exoten, dass man das im Übergangsbereich probiert hat. Man hatte also einen Schwenkrahmen und das System B, hat dann aber sehr schnell gesagt, nee, System B reicht völlig aus. Das liegt daran, das ist der Blick jetzt von oben, dass man hier relativ viel Platz hat, um das zu verdrahten. Hier ist der Blick von oben und hier unten sieht man es dann, wie es konkret aussieht. Das reichte aus, um die sämtlichen Nachteile quasi zu eliminieren, sodass man dann auch gesagt hat, dann können wir jetzt auch den Schwenkrahmen wieder entfallen lassen, was auch eine relativ komplexe Konstruktion war. Und die war dann schlicht nicht mehr nötig. Wir hatten nicht mehr das Problem mit dem Beweglichmachen. Es gab nicht mehr das Problem, dass Starkstromleitungen und Schwachstromleitungen nebeneinander liegen mussten, weil sie ja alles beweglich war. Einige Problemlösungen hatten wir damit geschaffen. Es gab ein relativ unschönes Kapitel. Um 95 rum fing es an, der Flächeneinsatz von Frequenzumrichtern und Feldbussystemen. Bis dahin war Parallelverdrahtung der Standard in der Automobilindustrie. 93 etwa sind die ersten Feldbussysteme tatsächlich praktikabel geworden. Und es hat sich, weil viele diese Vorteile gesehen haben, rasant ausgebreitet. Dazu kam, dass Frequenzumrichter relativ starke Störungen reingebracht haben. Auch das war ein elektronischer Durchbruch. Frequenzumrichter bis dato hatten Schaltschrankgröße. Und wenn man die aufgemacht hat, hat man Leiterplatten gesehen. Um 95 rum wurden die so klein und so modular, dass man sie in Schaltschränke problemlos einhängen konnte. Nun ist es so, dass die Feldbussysteme, zu meinem großen Bedauern, leider alle kupferbasiert sind, was dazu geführt hat, dass man relativ große Erdungsschleifen plötzlich aufgebaut hat, weil man ja weit entfernte Elemente plötzlich miteinander verbinden konnte. Man hat die gesamte Parallelverdrahtung eingespart, was sehr kostenintensiv ja auch war. Das brauchte man alles nicht mehr. Man brauchte nur noch Energie und die Information sozusagen hinleiten, hatte aber den Nachteil, dass man sozusagen große Schleifen eingebaut hat. Und da haben wir mehr als eine Störung eingefangen, weil es plötzlich das Problem der EMV durchgeschlagen hat. Es ist ja so, dass die Feldbussysteme aufgrund des Signalpegels und der Datenraten, die dort entstehen, viel anfälliger ist als irgendetwas anderes. Es ist nicht so, dass EMV völlig unbekannt war zu dieser Zeit, aber es hatte nie eine praktische Auswirkung. Aber in Summe hier gab es plötzlich relativ viele Auswirkungen. Und in dem Zusammenhang, wir haben also einige Störfälle gehabt, die etwas unschön waren. Sie sehen hier auch sogar ein praktisches Beispiel. Wir hatten auch SPSen übrigens mit Aluminiumplatten. Jetzt komme ich zu dem Thema Aluminium, wo mir dann etwas unschön wurde. Ich hatte in dieser Zeit die Gelegenheit, einen Vortrag zu hören von einem damaligen EMV-Experten schon.
der gesagt hat, ich komme überhaupt nur bei weit über 100.000, damals noch D-Mark, Schaden. So hoch ist mein Stundensatz, da Fehler zu finden. Der hatte nur 2, 3 Folien und der Rest waren Praxisbeispiele, die alle durch die Bank erschütternd waren. Und der, den Satz höre ich noch, hat gesagt, wenn ich eine Aluminiumabdeckung sehe, dann ist das Erste, was ich tue, allen Schraubenzieher rausnehmen, alle Schrauben lösen und alle wieder anziehen. Erfolgsquote 100%. Ich hatte es ja gerade gesagt, wir hatten sogar SPSen hier mit Aluminiumplatten. Was Sie hier sehen, der Pfeil, da ist eine demontierte Aluminiumfrontplatte sozusagen nicht mehr zu sehen. Sie können sich vorstellen, dass wir mit dem Lütze-Montagerahmen aus Aluminium natürlich plötzlich ganz andere Gedanken hatte. Daraufhin bin ich natürlich damals zu unserem Herrn Rothe gegangen, das war der Kontaktmann zur Firma Lütze, und habe gesagt, haben wir jetzt schon ein Problem oder werden wir ein Problem haben? Das sollten wir endgültig klären, dass wir da ein sauberes Potenzial haben. Weil wichtig ist es im Schaltschrank für die Elektrotechnik, dass man ein verlässliches, durchgehendes Potenzial hat im Schaltschrank. Und dann hat der Rothe etwas gemacht, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Er hat diesen Salznebeltest angestoßen und ist auch sogar so weit gegangen, dass das publiziert wurde. Ich glaube, das Marketing war damals überhaupt gar nicht erfreut, weil das, was Sie sehen, denken Sie, oh Gott, das ist ja nicht wirklich schön, das Bild. Technisch ist das sehr beeindruckend, was man hier sieht, denn es funktioniert noch. Das heißt, das, was wir wollen, die durchgängige Masseverbindung, ist immer noch da. Der Salznebeltest ist ein Zeitraffer für 30 bis 50 Jahre Alterung von Systemen. Unter widrigen Umständen muss man dazu sagen, so ein Test hat ja immer etwas Künstliches, damit er reproduzierbar ist. Wir werden natürlich nicht reale Schaltschränke, also wir haben keine Schränke, die mit Salzwasser besprüht werden oder auch nicht drin. Aber das war der Beweis, dass wir über die Lebensdauer des Systems mit keinerlei Problemen zu rechnen haben, weil die Potenziale innerhalb des Montagerahmens alle verlässlich sind, sodass wir, wenn wir den einmal mit dem Schaltschrank verbinden, ein durchgehendes elektrisches Potenzial haben. Sie können sich vorstellen, da ist mir dann schon ein Stein vom Herzen gefallen. Und wir haben auch wirklich bis heute keinerlei Probleme in dieser Hinsicht. Nachdem wir das vom Acker hatten, sozusagen, kamen die nächsten Herausforderungen. Da hieß es noch nicht Klimakatastrophe, aber die Jahre 96, 97, 98 hatten wir stark steigende Spitzentemperaturen im Sommer, die dazu geführt haben, dass wir auf den Bühnen auch schon mal 70 Grad hatten im Schaltschrank. Und wir Gegenmaßnahmen einleiten mussten. Und wir waren auch damals mit der Firma Lütze schon viel im Gespräch mit passiven Systemen. Man war allerdings damals der Meinung, der Wissensstand war einfach, dass man mit passiven Systemen nicht weit kommt. Weshalb wir uns dann entschieden haben, aktiv zu kühlen. Und hier sehen Sie ein Bild einer Klimatür, mehr oder weniger unauffällig. Und falls ich noch Zeit habe, achten Sie mal darauf, wo der Pfeil hin zeigt. Wir haben also aktive Kühlung eingeführt dann, weil, wie gesagt, passive Systeme nicht möglich waren. Damit war die effektive Kühlung vom Schaltschrank gesichert. Wir haben also jetzt schon System A und B. Das war also bis hier. Die Entwicklung ging weiter. Wir haben das System C und D noch bekommen. Das waren für uns vor allen Dingen Detailverbesserungen, die allerdings auch natürlich wesentlich war. Eine Sache ist zum Beispiel der hier mögliche Tiefenversatz, dass man also große Geräte etwas weiter nach hinten setzen kann, um auch da die Kühlung etwas zu verbessern. Wir haben den möglichen Höhenversatz durch diese Systeme. Man konnte plötzlich mit Lütze-Systemeinheiten wohlgemerkt, also Standardmaterial, relativ weit vor den Hauptschalter positionieren, was vorher immer Sonderkonstruktionen waren. Das hat uns also sehr, sehr geholfen. Dann gab es hier eine Zeit, die wir auch mit Lütze nicht mitgemacht haben, auch weil es unserer Philosophie widersprach. Das war der sogenannte modulare Schaltschrank. Im Jahr 2010 bis 2013 ist das sehr stark thematisiert worden. Diese Leute waren damals auch auf der Hannover Messe. In dieser Zeit ist ohnehin sehr viel auf Component-based, objektorientiert. Wie gesagt, also auch einen modularen Schaltschrank hat es damals schon gegeben. Sozusagen die Vorläufer der Industrie 4.0 waren da auch schon im Gespräch. Es hat sich meines Erachtens bis heute nicht gehalten. Also keiner der Praktiker war damals überzeugt, dass das funktionieren wird. Deswegen ist das hier auch ausgegraut. Da haben wir eigentlich drüber gesprungen.
Und wir haben dann auch angefangen mit Wärmemanagement, weil das Temperaturproblem war immer noch irgendwo ein Problem. Wir hatten zwar eine Lösung, aber da sollte noch was Besseres kommen, was Sie dann hier gleich sehen werden. Hier nochmal das Lütze, die Weiterentwicklung Lütze C und D. Hier unten in der Explosionszeichnung sieht man relativ gut, was das Systemmaterial ausmacht. Das kann man dann in verschiedenen Längen. Heutzutage ist der Katalog ja sehr groß. Überhaupt ist der Katalog in dieser Zeit sehr stark angewachsen. Hier sind auch etliche Details zu sehen, auf die ich gar nicht alles eingehen kann. Zum Beispiel hier die Lösung mit den EMV-Schienen, wo also Abfangschienen, da ist überhaupt relativ viel, was ich gerade schon gesagt habe mit der elektromagnetischen Verträglichkeit. Da ist unglaublich viel Material dazu gekommen, im Nachhinein natürlich, als man es dann wusste. Hat man da sehr stark nachgeholfen. Und um von diesen ganzen Plastikblenden wegzukommen, die wir bis dato immer noch hatten. Hier zum Beispiel das System D, was eine deutliche Vereinfachung war. System C wird hauptsächlich im Schaltkastenbau genommen. Das macht man, indem man einfach diese Träger weglässt. Und hat man plötzlich ein ganz niedriges System. Und die Dicke der Träger hier hinten oder beziehungsweise der Platte, die ohnehin schon drin ist, reicht dann meistens sogar für die Verdrahtung aus, weil man ja ohnehin nicht so sonderlich viel hat. Das war also wirklich eine interessante Detailverbesserung. Die Durchbrüche waren nicht ganz so groß wie A und B, aber jedes Detail hilft. Und nun kommen wir zur Krone der Schöpfung sozusagen, das Airstream-Modell, das auch noch den Effekt hat, dass es hier mechanisch leichter ist, Geräte drauf zu klipsen. Es hat also nicht nur Vorteile beim Wärmemanagement, weil der Luftfluss besser ist. Es hat tatsächlich auch mechanische Vorteile. Hier ganz unten rechts sehen Sie sozusagen den Vorvorgänger, die eigentliche Original TS-35-Schiene. Man soll es nicht glauben. Sie sehen hier im Profil, es sind ja nicht alle Maße von diesem Ding genormt. Und ich habe eben auch Systemstandardisierung gemacht und da, wo ich gerade mit dem Pointer war, achten Sie mal auf diese Ecke. Normalerweise sind die Füße kraftschlüssig, ich zeige gleich nochmal Bilder. Es haben also tatsächlich Firmen geschafft, da drüber zu stolpern. Die haben also das so knapp gebaut, dass sie nur auf dieser Schiene Halt hatten. Und auf der anderen Schiene, die dann ein bisschen mehr Material an der Stelle hat, hielt der Fuß nicht. Das sollte man fast nicht glauben, aber in 30 Jahren erlebt man dann doch eine Menge. Unter anderem, dass jemand einen Fuß baut, der so formschlüssig ist, dass er exakt diese Schiene da unten voraussetzt. Ich habe ja gerade schon gesagt, es sind unglaublich viele Details auch mitentwickelt worden. Ich kann hier nur einen ganz, ganz groben Einblick geben. Zu den vielen Details gehört zum Beispiel mindestens ein Dutzend Drahtkämme, die da entwickelt wurden. Sie sehen hier auf der linken Seite mal so eine Originalverdrahtung. Nun ist es tatsächlich so, dass es auch so von dem Installateur abhängt. Was tut der da? Wenn da also eine dicke Leitung kommt, dann kann er die einfach nur da so reindrücken. Man kann natürlich auch noch diese Teile hier abschneiden von den Drahtkämmen. Manchmal flutscht es dann auch wieder raus oder schiebt sich irgendwie anders hin. Und da war natürlich immer, weil wir auch natürlich Abnahmen machen, immer die Frage, können wir das nicht auch noch besser machen? Und da war dann natürlich von Anfang Lütze auch oft die Antwort, ja, natürlich können wir das besser machen. Also ich zeige Ihnen hier mal mit dem Pointer ein paar neuere Kämme. Hier zum Beispiel was mit Kabelabfangung oder hier unten sehen Sie noch zwei, drei für etwas größere Kabelbäume. Und hier ganz unten, das ist sozusagen eine der letzten Entwicklungen, sehen Sie die Besonderheit für heutige Mikroelektronik. Die Packungsdichte ist weiter und weiter gestiegen. Man muss sich vorstellen, dass heutige Module, das ist die Baubreite eines Moduls, extrem gestiegen ist. Früher waren die Karten vor allen Dingen höher und tiefer. Heutzutage werden sie vor allen Dingen schmaler. Und wenn man das runterrechnet, müssen Sie sich vorstellen, 30% der Breite und die doppelte Anzahl von Leitungen, die wir haben. Wir haben aber natürlich immer nur noch den gleichen Verdrahtungsplatz. Und zusätzlich das Problem, dass man die ja auch einzeln anschließen könnte. Und der Herr Erlinger, der uns jetzt gerade betreut, hat da, glaube ich, etliche Runden zwischen uns und der Entwicklung von Lütze gedreht, bis dann dieser Kamm hier unten raus entstand. Ich möchte Ihnen nicht die Freude nehmen, wenn Sie die Chance haben, gucken Sie sich das Ding mal in der Praxis an und drehen Sie es mal und staunen Sie, wie viele Details man da rein entwickeln kann, dass das so funktioniert, dass man einen einzelnen Draht reinschieben kann und er wird sicher gehalten und dass man aber auch das Modul in Gänze komplett verdrahten kann und es wird immer noch alles gehalten.
Das ist schon eine Meisterleistung. An der Stelle auch mein Dank an die vielen unbekannten Konstrukteure bei der Firma Lütze, die das möglich gemacht haben. Dass wir eine effektive Kühlung hatten, habe ich ja schon gesagt. Effektiv heißt vor allen Dingen hier an der Stelle natürlich auch, dass wir aber zusätzliche Verlustleistung haben. Die aktive Kühlung erzeugt ja eigene Verlustleistung. Und ab 2010 war CO2-Fußabdruck ein Riesenthema. Wir haben uns auch selbst verpflichtet zu Senkung und Senkung. Und dann war natürlich nicht nur die Effektivität eine Frage, sondern auch die Effizienz. Und dazu habe ich diese schönen Folien hier ausgewählt, die so ein bisschen das Zielbild zeigen. Das Zielbild ist, der Konstrukteur kommt, sagt, die Geräte will ich reinhaben, positioniert die so ganz locker, kriegt möglichst schnell eine Antwort, das wird passieren, in der Mitte und sagt dann, ach, da muss ich was anders machen und dann, oder ich baue es, so wie es ist. Das ist das Zielbild. Das ist natürlich auch das, wo ich sage, das ist in der Praxis anwendbar. Nun ist es so, das mittlere Bild, das ist so schön, wie es falsch ist. Sie sehen hier im Hintergrund die Schatten der Elemente. Das ist mit Konsumertechnik aufgenommen. Und die Falschheit besteht darin, dass das Bild, das Realbild, etwa 16 Megapixel Auflösung hat und das radiometrische Bild, was überblendet ist und hier diesen schönen Sonnenuntergang mit Weltuntergangsstimmung erzeugt, dass der nur 100 mal 100 etwa Auflösung hat. 100 mal 100. Und der Rest ist hininterpoliert und ausgedacht. Das ist also mit der Realität nur trendweise zu vergleichen. Es ist natürlich sehr managementfreundlich. Man stellt es sich natürlich auch so vor. Sag mir, wo das Problem ist und dann kann ich genau da reagieren. Aber eine derart grobe Sache funktioniert nicht. Das war auch die erste Erkenntnis, als dort die Wissenschaft drauf geschaut hat. An dieser Stelle mein Dank an den Herrn Haag, der hier den aktuellen Foliensatz zur Verfügung gestellt hat, oder einen aktuellen Foliensatz zur Verfügung gestellt hat von uns vom Institut für Thermodynamik. Ich kürze das jetzt ab. Die Vorstellung ist nach wie vor die gleiche. Wir wissen, dass es die Grobstruktur nicht funktioniert, deswegen steht da schon drüber, Feinstruktur. Die Idee ist aber immer noch, man hat ein 3D-Modell, das wird konstruiert, das korrespondiert direkt mit dem realen Schaltschrank. Idealerweise entspricht es ihm natürlich sogar 1:1. Und dann sehen Sie schon, wie die Wissenschaft das handelt. Das sind dann keine irgendwie Fotos, sondern da werden Richtungspfeile, Vektoren werden dort eingemalt. Weil nämlich das Ganze in der Realität eher so aussieht. Und dann sehen Sie auch, woher die Bezeichnung Hotspot kommt. Das sind winzige Flecken, die dort irgendwo auftauchen können, die tödlich werden für die Elektronik, weil die natürlich die Alterung extrem beschleunigen und oder direkt zum Ausfall führen. Es sind aber wirklich nur kleine Flecken und es sieht nicht so aus wie ein Flächenbrand, der da gerade zu sehen war. Und das zu schaffen, diese Rechnung, ist eine unglaubliche Leistung, wohlgemerkt mit der Randbedingung, dass wir noch sagen, es muss auch noch alles praktikabel sein, also nicht zu viele Annahmen, nicht zu viel Rechenleistung, es muss zeitlich schaffbar sein und, und. Das Ganze ergab eine andere Lösung, eine weitere Umwälzung ohne großen Energieeinsatz und das ist der Airblower. Hier eines der, man muss schon wirklich sagen, seltenen Fotos. Weil wenn ich Ihnen das Bild im realen Schaltschrank zeige, werden Sie gar nichts mehr sehen. Da sehen Sie nicht mal mehr den leeren Schaltschrank. Da, wo der Pointer ist, da ist die Blickrichtung. Da sehen Sie nur noch diese kleinen Laschen hier oben drüber stehen und die sind auch noch sehr unauffällig. Also man kann auch wirklich vor dem Schrank stehen und sich fragen, ob da überhaupt was eingebaut ist. Dieser Airblower ist die effizienteste Lösung, die wir heute kennen, den Schaltschrank weiter runter zu kühlen. Weil der befeuert die Konvektion. Er treibt sie quasi an und verstärkt sie sehr stark. Und hier sehen Sie, was die Praxis dann macht. Das ist das Simulationsmodell für 100% Gleichzeitigkeit, wenn man es gar nicht hat, diesen Airblower, und wenn es der Airblower hat. Nun werden Sie sagen, was ist da der Unterschied? Hier ist natürlich das Bild großflächig grün. Und das ist diese sogenannte, was wir Homogenisierung nennen, die Homogenisierung des Schaltschrankes. Und das führt dazu, dass es flächig die Temperatur im Schaltschrank um 10 Grad nach unten gedrückt wird, was bei den Temperaturen, von denen wir da sprechen, extrem viel ist.
Und wenn man bedenkt, wie gering der Energieaufwand ist für den Lüfter, ist das eigentlich auch der Durchbruch, den wir uns sozusagen da erwünscht haben an der Stelle. Gut, jetzt habe ich doch noch Zeit und werde jetzt noch mal auf ein paar Details eingehen. Das eine ist die Fußkonstruktion, ich habe es gerade schon angedeutet. Da sind tatsächlich Leute drüber gestolpert, über diese kleine. Ich zeige es Ihnen nur, weil das war tatsächlich für mich dann ein Abnahmekriterium. Ich habe also, bin tatsächlich hingegangen, ich habe einen Versuchsstand gehabt mit etlichen Schienen von Lütze, von System A bis Airstream komplett. Und das war Abnahmekriterium. Ich habe dann also immer hingegangen, wenn jemand ein neues Produkt gezeigt hat, bin da hingegangen, habe das Modul genommen und habe es aufgeklipst. Was Sie normalerweise nicht sehen, ist hier, wie das dann einklipst. Da gibt es aber auch x Konstruktionen, was ich dann auch lernen durfte, was man da alles machen kann. Die müssen natürlich auch wieder kontaktieren, die müssen leicht lösbar sein und so weiter. Das sind alles Testbedingungen, die man sozusagen nie hört, die ich Ihnen jetzt einmal erzähle. Das muss also relativ problemlos aufklipsbar sein. Und wie gesagt, das war dann sozusagen, Lütze war dann mein Testobjekt sozusagen, wo ich immer gesagt habe, das ist die Referenz. Wenn es darauf funktioniert, funktioniert das auch auf allem anderen. Und so war es dann auch. Und hier ist eine weitere, ja, eine Besonderheit, muss ich ja fast sagen. Wir haben es tatsächlich auch als Freigabemaßstab, habe ich es benutzt. Ich habe gesagt, wir haben 40 mm Raster, das ist das übliche Schienenmaß bei Lütze. 40 mm ist von da bis da. Und dann gibt es da halt noch größere, zum Beispiel 80, das sehen Sie hier. Und die blauen Pfeile, die Sie hier sehen, da sehen Sie vor allen Dingen, dass Sie nichts sehen, weil hier über diesem Ding ist nämlich Luft. Und da sehen Sie, dass diese Geräte hier zum Beispiel exakt auf diese 80 mm Schiene passen. Dieses Gerät ist danach konstruiert worden, dass ich gesagt habe, 80 mm, den oberen Kamm brauchen wir nicht, weil die Leitungen, wie Sie sehen, gehen nach unten oder nach vorn ab, sodass man also oben nichts einführen muss. Und dann konnte dieses Maß benutzt werden. Und die Firma hat das tatsächlich damals als Konstruktionsmerkmal genommen und haben gesagt, wir passen exakt in das 40er Raster, in dem Fall also in das 80er Maß rein. Und hier unten ist auch eine Entwicklung, wo ich tatsächlich sagen kann mit Stolz, man hat auf uns gehört, wir haben gesagt, das ist das 40er Raster und in dem Moment ist die Klemme Y-förmig quasi gebaut worden. Man ging also zusammen, damit man hier unten die 40 mm einhält. Deswegen ist die Klemme oben eigentlich genau genommen zu groß sozusagen für die Hutschiene, aber der Fuß ist so weit angepasst worden, dass es dann doch passt. Gut. Und wenn Sie sagen, jetzt hat er so viel erzählt über irgendwelche Praxis, ich kann mit all dem nichts anfangen, hier habe ich noch eine alternative Verwendung für Sie, für den Schaltschrank A-Rahmen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es war interessant. Michael, vielen Dank für deine Einblicke und diese spannende Zeitreise in Richtung Schaltschrank bei Volkswagen, die du uns gegeben hast. Auch faszinierend, was du für Bilder gezeigt hast, wie es in der Praxis aussieht. Vielen Dank nochmal.